Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Ich weiß halt einfach nicht, wann er speichert und ja. Man kann ja hier nochmal eine Runde weiterspielen, ne? Mal gucken, wo es uns hinführt hier. Irgendwie ist das mit dem Texture-Streaming aber nicht so ganz geglückt, glaube ich. Da habe ich so ein paar Einstellungen versucht. Glaub, wir kriegen nur oben links eine Übersetzung. Okay. Das ist mir früher noch nicht so aufgefallen. Immer. Money changes everything, sagte schon Cyndi Lauper. Da liegt noch ein Lockpick rum und Geld. Können wir sicherlich noch gebrauchen. Infusion nehmen. Schild, Gesundheit, Salze. Ich glaube, für Salze wird es vielleicht mal Zeit, ne? Na komm, mach mal. Das passt schon. Faulen Apfel essen. Das geht auch. Okay. Wir sollen sogar da in den Fahrstuhl, okay. Ja, dann würde aber sagen, ich gucke mich hier unten noch mal um, was hier vielleicht noch so ein Zeug ist. Irgendwas Vergammeltes. Hier kommt man noch irgendwo rein. Dann gibt es ein Gewehr, das Repetiergewehr. Ja, wir können ja hier nochmal reingucken. Hier könnten wir einen trinken. Verkaufsautomat. Gesundheit, Kit, Salz, Munition. Ja, brauchen wir alles nicht. Interessant, er hört sich selber jetzt über so ein Boxerphon. Was auch.
Oh, da flitzt aber jemand. Kann auf der Gitarre spielen, cool. Und sie singt. Ja, haben sehr nett gemacht, ne? Wo denn jetzt schon wieder? Schlüssel sind da ja. Optional, Box zum Entriegeln finden, okay. Tote Maus. Oh, stehen wir noch nicht im Weg rum, Olsch. Mit dem Lockpick meinte sie wahrscheinlich die Schlossertasche da gerade, oder wie? Ja, oder das Lockpick, was da eben rum lag. Oh, Kumpel, was ist mit dir los? Will nochmal Gitarre spielen? Ach, geht gar nicht mehr. Ja, es wäre natürlich interessant, diese Box zu finden, wenn ich wüsste, wo die ist. Die vielleicht hier irgendwo. Also einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Das ist dann sicherlich schon so Secret-Zeug, ne? Tja. Das war noch so ein Lockpick. Hätte diese Box, die finde ich gar nicht mehr, weil die mir einfach nicht vor die Nase kommt. Weil wo sollte die jetzt sein? Da geht es jetzt zu dieser Werkstatt da, wo wir eigentlich hin müssen. Könnt jetzt hier noch ein bisschen rumspraven. Aber wo soll ich hier jetzt großartig hin, ne? Das ist dann die Frage. Für irgendeine Box. Hier sinkt sie wieder. Hier hatten wir einen kleinen Krieg gehabt. Ach, da kümmere ich mich dann irgendwann mal drum. Falls das für Errungenschaften oder so irgendwie von Belang ist. Story ist das jedenfalls nicht.
Das hält uns hier nur unnötig auf im Let's Play. Aber was man auf die Schnelle vielleicht abgreifen kann, das nehmen wir natürlich mit, ne? Da kenne ich ja nichts. Ja, komm, ab dafür. Bereich verlassen. Ich glaube, jetzt müsste er speichern. Ne? Ja, genau, jetzt hat er gespeichert. Ungünstiger Zeitpunkt wieder mal. Nach 10 Minuten spielen hier. Jo. Na dann. Wo läufst du denn da rum, ey? Ja, voll gut. Und was war das jetzt? Habe ich da irgendwie mal auf dem Weg dahin was vergessen? Drücke rechte Maustaste, um einen Gegner anzugreifen und zu schädigen. Halte rechte Maustaste gedrückt und lass die Taste dann wieder los, um den Angriff zu verstärken. Du kannst nur Gegner angreifen, wenn du erreichen kannst. Warum meinetwegen? Schrotflinte. Oh ja. Die Drecksäcke, ey. Ich erinnere mich auch kein Stück, ne? Das ist einfach zu lange her. Das ist richtig blind hier. Obwohl ich das halt schon mal durchgespielt habe früher. Witzige Sache, das. Geh mir nicht auf den Keks da rum. Ich will in Ruhe looten. Hier oben ist gar nichts weiter, anscheinend. Bis auf den Typen hier. Gut. So, da soll ich hin, dann will ich doch hier nochmal erstmal in Ruhe gucken, was hier noch so rumfleucht und kreucht. Vielleicht gibt es hier noch was einzusammeln.
Verkaufsautomat, Feuerratenboost. Nö. Sehe ich jetzt nicht so den Sinn drin. Und das war's hier schon. Mehr ist ja gar nicht. Ja gut, dann. Zu Shenlins Werkstatt zurück. Auf geht's. Alles so Zeug. Munition, ja. Mir geht's gut hier mit dem ganzen Zeug. Oh, dann gib mal her. Wo auch immer du das aufgegabelt hast. Ach. Hebel betätigen. So geht das wohl. Wer weiß das schon so genau? So, meine Kopfhörer eben umstecken. Ist sonst komisch mit diesem verzögerten Sound. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Ach, das ist einer von meinen. Oder auch doch nicht. Da müssen wir hin und gucken wir erstmal hier. Kraftvolle Gegner. Ja, was auch immer. Ja, lass mal schön umgucken hier. Ja, wollte ich eigentlich das Texture Streaming schon ausschalten, aber irgendwie hat es das schlimmer gemacht. Jetzt sieht der Boden richtig schön kacke aus, aber naja. Machst du nichts. Jau. Ja, das haben wir gleich irgendwie. Kaputt. So, wo geht's zu seiner Werkstatt? Da drüben. Oh, ich will mal hier erstmal gucken, wenn es hier was zu gucken gibt. Erstmal rundrum laufen. Gegner und sonstiges Zeug. Was? Faulen Apfel essen? Nein.
Hast die Hütte zu. Gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten anscheinend. Ja, ist eben linear, ne? Hier gibt es noch ein Verkaufsautomat mit Sachen, die wir wieder nicht brauchen können. Ja. Nur sieht Schild hier erstmal. Ja. Denn. Ach komm, hör auf, dich zu quälen, Kumpel. Kann man ja gar nicht mit angucken, ja. Von hier kam ich eigentlich irgendwie, ne? Ja, geht wohl nicht so viel hier, ne? Was ist denn mit dem Gebäude hier? Was ist komisch? Hm? Dann gibt es ein Lockpick. Da wird normalerweise was geschmiedet, anscheinend. Ja, gibt nur den Eingang hier, ne? Und ansonsten ist hier nichts. Ja, gut. Dann. Würde ich sagen, gehen wir zu Chenlins Werkstatt zurück, ne? So, okay. Ja, bis zum nächsten Mal, sag ich mal, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite.